Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer wunderschönen neuen Folge von Battlegrounds. Wir werden heute wieder ein bisschen an unserer MMR arbeiten. Es sind ja neue Helden mit dem letzten Patch rausgekommen. Über die will ich jetzt in dieser Folge nicht sprechen, außer wir bekommen einen neuen. Dann werde ich natürlich kurz über ihn reden, aber ansonsten wird es dazu ein externes Video geben. Wie ihr seht, geht es mir inzwischen wieder ein bisschen besser. Ich kann jetzt auch wieder wagen, die Facecam hier anzumachen. Das war ja jetzt auch so ein bisschen, dass ich ja durch das krank sein und alles mögliche, sieht man noch ein bisschen die Nachwirkungen in den Augen, in den Augenringen, aber ansonsten, inzwischen geht es mir halt echt eigentlich wieder ganz gut, muss ich sagen. Wir nehmen den Lich King, denn er hat auch eine kleine Änderung erfahren, er ist also sozusagen ein neuer Hero, denn seine Hero Ability ist jetzt targetable und das ist super wichtig und meiner Meinung nach super stark, weil man damit halt verschiedene Möglichkeiten hat, sie besser durchzusetzen. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man spielt Mac oder sowas, kann man die Macs rausspielen, den hier auf Dot 2 gibt es ja diesen komischen Bomben-Mac hier, Kaboom-Bot, kann ihn dann targeten, kann ihn auch ganz an den Anfang bringen und damit dann sowas wie jetzt zum Beispiel einen Cobalt, Guardian oder so, dann refreshen, wenn der zwischendrin angreift, wir hitten dann mit dem Boom-Bot rein, der Boom-Bot wird geresummed, er kommt wieder raus. Ist es eine gute Möglichkeit, wirklich das Ganze zu machen? So, wir spielen gegen Galakrond in der ersten Runde. Und wir könnten theoretisch versuchen, hier auf... Sollen wir versuchen, auf Dragons zu gehen? Ich meine, ich mag Dragons zu spielen. Das ist ein relativ cooler Playstyle, aber wir müssen mal gucken. Vielleicht switchen wir den noch. Wir wollen jetzt erstmal nur die ersten paar Runden eigentlich ganz gut überleben. Noch ein paar weitere Informationen, die ich kurz raushauen muss. Einerseits zum Battlegrounds Guide. Dadurch, dass ich ja jetzt letzte Woche mehr oder minder flach gelegen bin, konnte ich daran leider nicht weiterarbeiten. Das heißt also, der Ganze erscheint erst nächste Woche. Das tut mir auch wirklich leid, aber es geht halt nicht, wenn man krank ist, dass man da dann an irgendwelchen Sachen weiterarbeitet. Das tut mir auch wirklich leid, aber kann ich leider nichts dran ändern. Und was war das andere noch, was ich sagen wollte? Keine Ahnung, ich habe es vergessen, also wird es auch wahrscheinlich nicht so wichtig gewesen sein. Es wird jetzt wieder normal, ich denke, ich weiß es doch wieder, es wird jetzt wieder normal mit den Videos hier so weitergehen, wie es halt eigentlich gehandhabt war, möchte ich mal sagen. Wie wäre das jetzt? Wir kaufen für zwei das Ganze, für drei das Ganze ein, können einen für ticken, das bringt uns überhaupt nichts, obwohl das ein relativ cooles, relativ coole Dudes wären, die zwei Dudes hier zu kaufen. Einfach um ein schnelles Triple zu bekommen. Ich überlege mir gerade ernsthaft, das Ganze zu freezen. Wie gesagt, wegen dem schnellen Triple. Ach komm, ganz ehrlich, scheiß drauf. Wegen dem schnellen Triple. Spielen gegen AFK. Da ist es eh irrelevant, ob wir jetzt hier Level Up gegangen wären oder gekauft hätten, weil sie noch AFK ist. Und da ist es also alles fein. Den kommt durch. 3 Damage für AFK. Und jetzt kriegen wir, nice, noch ein paar Drachen. Wir könnten hier Ally Cat kaufen. Das Problem ist, es nutzt uns hier halt eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, gar nichts. Wir machen so, freezen den hier. Quatsch, freezen den hier, sag ich schon. Reborn den hier. Und können uns dann so jetzt einen relativ safe Win, glaube ich, gegen den Curator rausholen. Wir schießen erstmal für 2, was relativ gut ist. Aus Alternativ, er würde zuerst hier schießen auf unseren Redwell, was dann nicht so geil ist. Hitten aber dann für 4 mit ihm hier, wenn nicht sogar für mehr, wenn er den kleinen Dude weiter vorne stehen hat. Und er ist halt auch noch dann da, um theoretisch Damage zu machen. Er hat 2 Whelps. Okay, das Ausgleich. Ist in Ordnung, komme ich voll mit klar. Wäre nur scheiße gewesen, wenn es anders geendet hätte. Gut, wir kaufen also unseren Dude hier. Roll in der Runde. Freeze in der Runde. Spielen den hier raus. Ja, jetzt ist da die Frage. Normalerweise würde es sich lohnen hier, er ist nicht der optimalste Dude zum Freezen, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber es ist erstmal okayisch, will ich mal behaupten. Da wir mit ihm halt dann den 2-1er wieder kriegen, der rauskommt. Der wird dann gedoubled von den Attacks und das ist halt dann schon ziemlich nice. Dankeschön. Das ist echt nett von dir, Bob. So. Ich glaube, wir können den Fight hier gewinnen gegen einen Demon, obwohl es könnte sein, dass er hier relativ fetten Dude schon hat. Ja, aber 2 hat er auf jeden Fall. Das ist not that bad, möchte ich einfach mal sagen. Ich glaube, hätten wir nicht den Reborn, wäre das wirklich problematisch. Er hittet hier.
Die Bombe fliegt. Wir haben unseren Dude mit Reborn noch am Start. Das heißt also 4 Damage. Und Finley, der die Hero Ability von Reno hat. Gut. Also, wir kaufen jetzt. Wir spielen gegen Deathwing. Das ist halt. Da bräuchten wir halt wirklich eine größere Anzahl an Minions. Ich weiß, normalerweise sollte man das hier anders machen. Ich denke aber, das ist trotzdem fein. Dann geben wir ihm hier den Respawn. Weil gegen Deathwing ist halt immer ein bisschen problematisch. Der wird jetzt hier so 4-5 Minions auf dem Board liegen haben, die uns alle dann zerklopfen, weil sie einfach extrem stark sind. Ich meine, es sind halt einfach plus 2 Attack ja inzwischen. Das ist auch ein Nerf, der hier reingespielt wurde, dass Deathwing nicht mehr plus 3 Attack auf alle Minions gibt, sondern nur noch plus 2. Und da ist es halt relativ geil, wenn wir unsere Glyph Guardians haben. Das heißt, selbst wenn er eine Unit hätte mit extrem viel Leben, wäre die eigentlich ziemlich schnell platt, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Gut, was hat er hier auf dem Board stehen? Okay, bei Divine Shield, das ist natürlich gar nicht so praktisch, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Er ist aber in Ordnung, er doubled hier, hittet rein. Sehr gut. Wird geresummoned. Er hittet hier rein. Überlebt. Wird nochmal gedoubled. Hittet rein. Bye bye. Wir überleben das Ganze. Machen ihm Damage. Und haben das Ganze ganz wirklich, wirklich gut gehandhabt, würde ich mal sagen. Auch wenn wir jetzt nicht auf dem Level-Up gegangen sind, können wir das ja immer noch jetzt nachholen. Rollen dann auch gleich nochmal. Ich meine, Boombot ist halt einfach eine sicke Unit. Die hätte ich gerade eben schon kaufen können. Boombot ist halt einfach mit der stärkste Unit vermutlich mit Reborn. Ihr müsst euch einfach mal überlegen, er macht 2 Damage prinzipiell und schießt dann nochmal 8 Damage durch sein. Ne, er macht 4 Damage prinzipiell. Das macht er insgesamt 12 Damage, wenn er komplett vom Board gegangen ist. Und das als 2er Unit für ein zusätzliches Gold ist schon ziemlich insane, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Sind jetzt auf der 3 angelangt. Das heißt also, wir können gucken, ob wir jetzt den neuen Twilight Emissary kriegen, der jetzt nur noch +2/+2 gibt, was ich in Ordnung finde. Es ist halt ein Early Game Buffer eigentlich und war ein bisschen schwierig tatsächlich mit den Dragons teilweise zu gewinnen, weil sie, also was heißt teilweise zu gewinnen, du musst halt ein gutes Early Game haben von Dragons, schon standardmäßig, um die Late Game Dragons erstmal wirklich wirksam spielen zu können. Falls das nicht der Fall war, war es auch für dich schwierig, irgendwie einen Late Game Dragon Deck irgendwie aufzubauen oder sowas in die Richtung. Deswegen finde ich das eigentlich ganz geil, wie sie das jetzt hier gehandhabt haben, dass sie den ein bisschen weiter runtergesetzt haben. Das ist meiner Meinung nach die richtige Lösung gewesen. Er wird geresummed, hier wird gehittet, da kommt das Divine Shield raus, wir hätten hier nochmal rein. Töten den vollends. Er klopft mir jetzt hier für 14 erstmal rein. Aber das Schöne ist, wir. Oh nein, wir töten ihn nicht. Oh, doch, wir töten ihn. Alles gut. Das Divine Shield hätte uns hier fast das Game gekostet. Da sind sie beide schon. Das ist ziemlich nice. Die nehmen wir. Wir machen das so. Wir sellen. Damit kriegen die alle hier plus. Dann kaufen wir den hier. Kaufen den hier. Spielen den raus. Wem geben wir denn +2/+2? Ich hätte mal gesagt, wir geben. Er wird geresummen, bla 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 bla. Ja, komm, du kriegst das. Und dann kriegst du noch die Bombe. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ziehen wir ja noch ein Triple hier irgendwie raus. Wir bauen noch ein blaues Drechelchen. Die zwei sind auch auf jeden Fall ganz nice. Werden wir mal keepen. Könnten hier auch überlegen, oh mein Gott, Elise, was hast du denn gemacht? 14 Damage von AFK. Könnten wir uns hier auch überlegen, irgendwie in Richtung Sell zu gehen, was nicht so geil wäre, meiner Meinung nach, aber es wäre auf jeden Fall möglich. Alternativ würde ich dann im nächsten Zug den Hangry Dragon kaufen und Steward of Time. Ich weiß es nicht. Steward of Time ist so ein. Ich meine, der war jetzt ganz nice für uns, weil wir unsere Dudes buffen konnten. Aber prinzipiell. Ja, bin ich halt mit der Gesamtsituation da nicht so ganz zufrieden. Nice, das ist ein guter Hit. Er hittet hier rein. Ist auch ein sehr guter Hit. Tötet den hier noch. Divine Shield hat ja auch sehr, sehr viel wiedergebracht. Der kommt zurück als 2-1, so tötet ihn. Und wir haben locker leicht hier einfach mal. Oh, Elise rausgehauen. I'm sorry. Obwohl das Murloc-Board jetzt gar nicht so bad war, muss man mal ganz ehrlich sagen. Also es war wirklich nicht schlecht. Wir hören uns den Hangry Dragon.
Und uns das hier. Oh, komm schon. Ah, da ist das Upgrade, Leute. Gehen wir wirklich für das Upgrade? Ich glaube, es wäre schon ziemlich nice. Ja, komm schon. Ah, die Bombe würde ich gerne behalten. Na komm, wir kaufen ihn hier. Dann kaufen wir ihn. Kriegen einen 4-Drop-Dragon. Seht ihr eigentlich inzwischen, wie schnell die Dudes aufs Board gelegt werden? Das finde ich eine super coole Sache, wenn ich ehrlich bin. Bulwar. Wir haben keine Max Assist. Bulwar hier mit die beste Sache, die wir nehmen können. Lass mich mal kurz den Damage durchrechnen. Wir hätten hier nochmal 6 Damage, die wir hier aufs Board legen. Hier hätten wir 2, 4, 6 Damage, die wir auch nochmal zusätzlich kriegen, aber 7 Leben. Ich glaube tatsächlich, dass er hier der bessere Play ist. Auch wenn wir jetzt hier keinen Resummon haben, ist das in Ordnung. Taunt an die letzte Stelle, haben jetzt halt hier... Ah, wo gehe ich da drauf? Das ist okay. Wir wollen die Games hier gewinnen, also müssen wir auch manchmal solche Plays machen. Ah, oh, das war nicht richtig platziert, den hätte ich weiter nach hinten setzen sollen. Ist aber in Ordnung, würde ich mal behaupten. Das gefällt mir gar nicht. Avenge me. Das gefällt mir überhaupt nicht, in den Baron Rivendare zu sehen, wenn ich ehrlich bin. Besonders, weil doch sehr, sehr viele meiner Dudes hier halt einfach direkt weggehittet werden und der hier auch extrem nice ist für ihn. Und er auch noch Resummons hat. Oh, ist das annoying. Oh, wow. Baron Riven, der OP, Leute. Das hat richtig viel Damage. Aber 17 direkt in einem Zug. Damit gehen wir ganz nach unten. Ah, fast. Holy shit, das war halt jetzt richtig gut für ihn, muss man mal ganz ehrlich sagen. Was kriegen wir denn jetzt hier für gute Dragons raus, bitte? Das sind... Ah, du bist ein Dragon. Und du gefällst mir deutlich besser als den Hangry Dragon. Deswegen kommst du auch hier ins Game rein. Wir spielen gegen AFK, sie spielt Max. Max sind halt gegen Drachen extrem cool, wie ich finde. Weil sie halt dieses Potenzial haben von wegen, hey, ich kann theoretisch das und das machen. Und das ist immer eine nette Sache. Es wäre halt nicht schlecht, wenn sie nicht immer direkt meinen Glyph Guardian rausnehmen würden. Ich glaube, den packe ich sogar eins weiter nach vorne, dass er direkt als drittes hitte dann. Mit dem sind wir equal gegangen, hey. Der hat sich aber jetzt auch komplett von Dragons verabschiedet und ist auf Max gegangen, weil es halt schon zwei relativ starke Dragons-Spieler gibt hier. Ist halt immer so ein bisschen eine schwierige Situation dann. Deswegen gucken wir einfach mal. Vielleicht, gehen wir schnell auf die 5, kriegen dort ein Triple und spielen Divine Shields. Das wäre halt super nice. Also ich finde ja Divine Shield Plays extrem spannend und versuche ich auch öfters mal zu spielen, weil es halt einfach so ein interessantes... Oh no. Warum? Holy shit, einfach nur. Ah, der ist halt richtig uncool. Gott sei Dank habe ich den so platziert, wie er platziert ist. Sonst wäre es halt richtig unlucky gewesen. So, hinten hier, der ist gone, der ist auch weg. Nice, das ist ein Sieg für uns. AFK machen wir auf jeden Fall easy platt, würde ich mal behaupten. 13 Damage hier auch an sie. Ja, wir verteilen aber auch echt gut, ey. Nochmal ein Bolvar, nehme ich gerne mit. Wenn wir wirklich hier auf Divine Sheets gehen würden, wäre das hier ziemlich nice. Den nehme ich jetzt auch einfach mal mit, obwohl ich eigentlich weiß, dass es jetzt nicht so das Sinnvollste ist. Nee, hier will ich nichts mitnehmen. Immer noch nichts. Wie viel Damage schießt der hier? 1, 2, 3, 4, 5 momentan. Herald of the Flame ist halt ganz gut, wenn wir gegen Deathwing spielen würden. Solange das aber nicht der Fall ist, will ich das mal nicht riskieren.
Ein neues Modul wäre ziemlich sick. Für mein 5-2er da vorne. Dragon Knight Enforcer würde ich auf jeden Fall reinsetzen. Sogar deutlich lieber als den Red Whelp. Ich glaube, ich. Sind halt 5 Damage. Ach komm, scheiß drauf, ganz ehrlich. Der Red Whelp ist mir. Ist das Ganze hier nicht worth. Da wäre nochmal ein Divine Shield. Ne, wir lassen es mal so. Oh, halt nein. Oh Gott. Oh, kein Swipe, bitte. Kein Cleave. Ja, natürlich einen Cleave. Na, okay, da räumen wir den ersten Mal hier ab. Komm, die Bombe geht dahin. Ne, die Bombe geht da rein. Okay, Cleave geht durch. Bringt ihm aber nicht so viel. Der wird gebufft. Hittet ihn hier. Ist okay. Ja, ist ein guter Hit gewesen. Divine Shield wird hier equipped. Divine Shield wird wieder weggenommen. Und er verliert, ohne dass meine Bolvars hier einen Abgang machen. Das ist sehr, sehr schön, weil damit geben wir ihm 19 Schaden. Wow, das ist nicht wenig, was hier gerade geht. Okay, wir haben keine Demons, wir haben sonst nichts. Wir rollen also mal. Wir könnten halt echt versuchen, auf Divine Shields zu gehen. Rollen again. Nope. Den nehme ich auf jeden Fall mit. Der ist super nice. For Blackwing. Jetzt gucken wir mal noch. Ja, den nehme ich auch gerne zweimal mit. Komm Leute, wir können hier auf Divine Shields gehen, wir werden das machen. Ich will das jetzt wenigstens einmal zum Laufen bringen, dass es wirklich gut funktioniert. Das heißt also, wir brauchen The Holy Mackerel am besten und alternativ noch dazu vielleicht eine Nadina. Das wären so die Top-Units, die wir hier rausziehen können, um Dragons plus Divine Shield zu spielen. Nochmal ein Bolvar wäre ziemlich cool, weil der dann plus 4 Attack kriegt, plus jedes, pro jedes einzelne Divine Shield, das halt verloren wird. Zusätzlich hat er halt nochmal ein bisschen, ist es ein Startmonster dann, was auch ziemlich nice wäre. Okay, das ist ein guter Buff. Ich hoffe halt, er stirbt nicht zuerst, weil wir haben halt keine Taunter mehr, das ist immer dann ein bisschen problematisch, deswegen, okay, er verteilt, warte mal, das warst du, echt jetzt? Wieder auf Baron Rivendell? Oh, Schweinerei. Schweinerei. Ah. Er hat ja halt den großen Vorteil der ganzen Resums jetzt gerade. Okay, da kommt ein schlechter Hit. Das ist ein guter Hit für uns. Divine Shield geht durch. Divine Shield geht durch. Wird kein MacMaggy Resum. Das ist eigentlich nicht schlecht. War ein richtig schlechter Hit. Da kommt nochmal ein Divine Shield. Jetzt ist halt wichtig, dass Bolvar keinen Scheiß-Hit macht. Komm, in den 1-1 und nochmal. Ach, come on, Bolvar. Warum? Und damit kriegen wir 9 Schaden. Shit. Komm schon. Wir wollen hier wenigstens in die Top 4 kommen, Leute. Okay. Deathwing klatscht sich hier langsam aber sicher hoch. Was ich ganz interessant finde. Wir rollen nochmal. Komm schon. Wo ist denn das Upgrade, das wir jetzt hier brauchen? Nope. Den könnten wir mal kaufen. Aber ich glaube tatsächlich, dass ich lieber nochmal ein bisschen suchen werde. Weil hier haben wir nämlich das Upgrade. Das ist super nice. Damit können wir jetzt hier auf eine 5er Unit gehen. Bevor ich die rausspiele, spiele ich erstmal noch Righteous Protector raus. Verkauf die. Spiele ihn raus. Das ist halt nicht cool. Kaufen ihn, gucken mal, was wir rauskriegen.
dang it. Ich hätte die zwei noch verschieben sollen. Okay, ja, okay. Das ist ein schöner Hit erstmal. Divine Shield Nummer 1 wird jetzt hier erstmal ausgelöst. Wir töten hier einen Mac direkt, das ist auch gut. Das Egg triggert hier, wir töten das Egg. Er kriegt hier nochmal ein Ding. Hätten hier das Divine Shield weg, haben damit relativ fette Minions, was ziemlich nice ist. Wir haben hier eigentlich einen echt extrem fetten. Nur das Problem ist, dass Divine Shield, obwohl er hat keine, ah doch, er hat noch einen Divine Shield Möglichkeit hier. Wir aber auch noch, komm schon, er muss zuerst drauf gehen. Nice, okay, das sieht auf jeden Fall nach einem Sieg aus, oder? Ja, wir haben einen 33er, 20er, das heißt also, wir haben hier einen Saving Sieg gegen den ersten mit Divine Shields und das ist sehr, sehr gut. Damit könnte jetzt der 4-4-Platzierte hier mit 8 HP rausgehittet werden. Komm schon, nein, Deathwing wurde rausgehittet. Ah, Deathwing. Deathwing, Deathwing, Deathwing. My boy. Was hast du nur getan? Okay, nichts. Roland. Das ist halt prinzipiell eigentlich schon relativ save-or-buy eigentlich, aber... Ja, wir haben nicht so viele Möglichkeiten tatsächlich. Wie ist das? Wir können ihm kein Reborn-Reborn geben. Ich bin mir dann nicht sicher, ob das funktionieren würde, deswegen lasse ich es lieber mal. Aber es Mixed Minions, Foe Reaper. Geben ihm auf jeden Fall Reborn. Jetzt ist es natürlich nicht schlecht, wenn wir da daneben jemanden stehen haben, der auch Divine Shield hat, weil dann nämlich die Divine Shields direkt erstmal aktiviert werden und wir natürlich deutlich stärkere Minions kriegen. Und wollen ihn ja wieder hier ein bisschen die Unendlichkeit und noch viel, viel weiter boosten, wenn möglich. Und ich hoffe, dass das der Plan ist, Leute. Dass wir das jetzt so stehen haben, ja, obwohl er ist halt 5 Dämme. Ja, das sollte passen tatsächlich. Sollte passen tatsächlich. Ich denke trotzdem, dass der Foe Reaper hier immer noch da ist, dass er halt extrem viel Damage jetzt erstmal rausklatschen wird, weil er immer noch ein 8-11er ist und 8-11 ist für einen Foe Reaper ziemlich extrem, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Aber ich meine, hey, wir sind hier ja nicht zum Urteilen. Ich hoffe tatsächlich nur, dass Maleficent hier vielleicht vorher rausfliegt. Holy shit, Alter. Der hat sich jetzt auch hier gedacht, hey, wir gönnen uns mal richtig. Okay, sie stirbt. Ja, ich habe gehört, Grim Destiny, Leute. Da kommt der Hit. Es kommt ein Taunt raus, was ziemlich nice ist für uns. Wir holen jetzt erstmal den Fetten weg. Das ist gut. Das ist nicht optimal gewesen. Ah, da kommt der Summon. Das ist auch nicht so ganz so. Oh, really? Really? Das ist schön, weil wir damit eigentlich von ihm was eher ausgeschalten haben, als sonst irgendwie was in die Richtung. Das Problem ist, ja, das war ein wichtiger Hit. Aber da kommen jetzt halt die zwei dicken Dudes mit raus und das ist überhaupt nicht schön. Das heißt, wir kriegen hier 6, wir kriegen hier 9, 9 und 5, 14 genau, oh mein Gott. Hey, weil er wirklich das Glück hatte und den Legendary Death Rattler hier rausgezogen hat. Ah, das ist so ein richtiger Lucky Strike gewesen. Wir merken aber dadurch, dass der Lich King jetzt die Möglichkeit hat zu targeten, welches Minion er wirklich hier Reborn verleihen will, ist es extrem stark. Es wäre halt cool gewesen, hätte er diesen Resub noch nicht gekriegt, wären wir da wahrscheinlich durchgegangen, würde ich mal behaupten. Trotzdem war es ein nice Game, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Lich King ist jetzt wieder ein bisschen weiter oben in der Tierlist, würde ich mal behaupten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.